Ja, der Grund ist ein Skandal rund um Kindergeld und Steuerfragen. Der ist auch nicht gestern erst gewesen, sondern der war schon im Zeitraum von 2013 bis 2019. Da haben die Finanzbehörden von vielen Eltern wegen angeblicher Fehler Kindergeld zurückgefordert, beziehungsweise es auch künftig dann eben nicht mehr ausgezahlt. Und dadurch haben sehr, sehr viele Familien sehr viel Geld verloren. Da sind Ehen drüber zerbrochen, da haben Menschen ihre Häuser verloren. Und das Ganze stellte sich eben raus als großer Fehler der Finanzbehörden. Es gab eine Untersuchungskommission dazu und die hat Ende Dezember festgestellt, dass da nie gekanntes Unrecht, so hieß das wörtlich, passiert sei. Und daraus hat die Regierung jetzt die Konsequenzen gezogen. So ein Skandal mit von großem Ausmaß. Warum der Rücktritt heute? Der Konflikt schwelt schon länger, wie Sie erzählt haben. Ja, wie gesagt, der Untersuchungsbericht, der kam Ende Dezember raus. Und man hat sich dann natürlich überlegt, wie geht man damit um? Denn die ganze Sache liegt schon länger zurück. Die Regierung hat aber selber gesagt, und Mark Rutte war vor wenigen Minuten, steht gerade auch noch, ich sehe es auch noch vor der Presse, und hat eben gesagt, da gab es Fehler, die werden aufgearbeitet, da muss auch etwas verändert werden. Aber die politische Verantwortung, die liegt natürlich bei der Regierung. Und deswegen geht er jetzt diesen Schritt. Das ist ja ungewöhnlich, dass man nicht versucht, die Fehler sozusagen wegzuschieben, sondern sich dazu bekennt. Aber das hat auch noch ein bisschen andere Gründe, denn in den Niederlanden hat Mark Rutte keine Mehrheit im Parlament. Ihm fehlt ein Sitz, eine Stimme. Und da wäre es gut möglich, dass sozusagen die Regierung über ein Misstrauensvotum dann gestürzt würde. Und entsprechend hat er wahrscheinlich auch gemeinsam mit dem Rest der Regierung den Schluss gezogen, dann ist es besser, wir ziehen selber die Konsequenzen, zumal die nächsten Wahlen in den Niederlanden schon anstehen. Und zwar sind die in ungefähr 2 Monaten, am 17. März. Also in diesem Wahlkampf nicht sozusagen der Getriebene zu sein, sondern derjenige, der konsequent gehandelt hat. Das war sicher auch ein wichtiger Punkt, diese Entscheidung jetzt so zu treffen. Sie haben die Wahlen am 17. März in den Niederlanden angesprochen. Welchen Einfluss hat diese Krise, dieser Skandal jetzt auf die Partei von Mark Rutte im Hinblick auf die Wahlen am 17. März? Naja, das bringt die, also es ist, der Rücktritt ist sicher ein Versuch, ein bisschen Ordnung da drin in der ganzen Sache zu halten und das nicht zu einem großen Thema zu machen oder nicht zu einem noch größeren Thema, wo die Regierung dann quasi gestürzt würde, sondern eben das Heft des Handelns ein bisschen in der Hand zu halten. Aber natürlich sorgt das für Unruhe in diesem Wahlkampf. Gestern ist auch schon der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei, der dort als Sozialminister in der Vergangenheit persönlich auch stärker noch involviert war, zurückgetreten. Und entsprechend sieht man, das wird schon Auswirkungen haben. Aber Mark Rutte selber kann sehr optimistisch in die Wahlen gehen. Die Niederlande haben ja ein Parteiensystem und ein Parlament, das sehr stark zersplittert ist mit sehr, sehr vielen kleinen Parteien. Er hat es aber in den vergangenen Jahren, seit der letzten Wahl geschafft, in den Umfragen zumindest, den Wert für seine Partei fast zu verdoppeln. Also er ist da in einer relativ starken Position und mit Sicherheit hat es auch eine Rolle gespielt zu sagen, die möchte ich jetzt sozusagen behalten, indem ich einfach als konsequenter Politiker Verantwortung übernehme und dann in diese Wahl gehe, anstatt als ein getriebener Politiker, der dann eben sehen muss, was diese Anwürfe ihm dann schaden würden. Was bedeutet das für die Menschen in den Niederlanden jetzt auch? Die Niederlande befinden sich mitten in einem Shutdown, mitten in einer Pandemie. Ist die Regierung jetzt überhaupt noch handlungsfähig? Also der Plan ist mit Sicherheit, ich konnte es jetzt eben nicht ganz verfolgen, da wir mit unserem Gespräch begonnen haben, aber der Plan ist aller Voraussicht nach und auch wenn man Beobachter hört, dass eben Mark Rutte mit seiner Regierung diese 2 Monate jetzt kommissarisch weiter im Amt bleiben will. Denn in der Tat, es ist natürlich wichtig, in so einer Situation eine handlungsfähige, eingespielte Regierung zu haben. Also das ist etwas, was durchaus eine Rolle spielt. Wie er genau sich das vorstellt, das hat er in diesen Minuten wahrscheinlich noch etwas deutlicher gesagt. Eins ist klar, ein direkt beteiligter Minister, der wirklich persönlicher noch verantwortlich war, der hat gesagt, er wäre auch in der kommissarischen Regierung nicht dabei. Der Rest der Regierung, davon würde ich jetzt mal ausgehen, wird einfach die nächsten 8 Wochen noch im Amt bleiben, um die Geschäfte in den Niederlanden weiterzuführen. Denn in der Tat, in Sachen Corona gibt es da viel zu entscheiden, viele grundsätzliche Fragen für die Wirtschaft und fürs Gesundheitswesen. Und das ist der Hintergrund dieser ganzen Aktion heute. Vielen Dank, Markus Preis, für diese Informationen.